Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom FIFA 15 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Wir spielen hier heute gegen Mainz. Die sind auf Platz 7, meine ich, mit 35 Punkten, wenn ich das richtig so im Köpfchen habe. Wir starten also rein hier in die Partie. Und ich habe die Kamera mal heute mal auf ein Stativ gestellt. Also so ein bisschen weiter oben, ne? So, dass die mal mich von oben mal ein bisschen anguckt. Ich will mal so ein bisschen Abwechslung reinbringen, mal hier, da und so weiter. Einfach mal ein bisschen was anders machen. Sehr schön. Und Courtois ist heute nochmal im Tor. Ich dachte mir, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der da ein bisschen spielt. Und der freut sich tatsächlich. So, wir gehen also jetzt hier rein, starten die Partie, bringen das mal zum Ausklingen. Das Spiel geht los, Musik ist aus und ja, setze mich hier noch ein bisschen gerade hin. Oder ein bisschen zentrierter. Mal sehen, wie sich Mainz heute schlägt. Also im DFB-Pokal hatten wir auf jeden Fall sehr viel Glück und auch endlich mal wieder Chancenverwertung. Ich weiß gar nicht, was das da vorher war von mir, was da gelaufen ist. Sehr gut. Neymar und Ronaldo jetzt hier im Doppelpass. Neymar. Oh! Schade, ich wollte da den noch anhalten. Und auch noch abseits. Ah! Hätte ich aus der zweiten Reihe auch eher noch abschießen können. Depay. Heute nicht mehr im Sturm. Heute darf Neymar ran. Oh! Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. War auf jeden Fall eine knappe Kiste. Es steht noch nicht 2:0 wie bei Werder Bremen zu diesem Zeitpunkt. Götze auf eine 88. Kann sich da nicht durchsetzen. Und wir spielen auf jeden Fall gegen Xhakas altes Team hier, ne? Nee, ach, was sage ich denn? Ich dachte gerade, wir spielen gegen Gladbach. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Alaba. Das sah lustig aus. Oh, sehr schöner Kopfball. Ah, nein. Ich habe gerade das Gefühl, dass es etwas ruckelt. Aber so sieht es ganz okay aus. Schöner Versuch, da wieder mal einen Kopfball reinzumachen. Also vielleicht ist es ja so wie beim letzten Mal, dass wir hier noch ein paar Tore ballern. Oder halt beim vorletzten Mal, dann ist er nicht mit viel ballern. Ich war etwas überrascht. Ich habe nämlich nichts getan. Neymar stand einfach nur da, hat den Ball vor den Fuß bekommen, nachdem wir zweimal einen Pfosten getroffen haben. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu tun. Ich hab damit nichts zu tun. Ich dachte, wo geht der denn jetzt hin? Das müssen wir uns erstmal angucken. Da kann kein Tüte der Welt was machen. Ich hab den so hart geschossen. Und dann treffe ich zweimal den Pfosten. Ja, und Neymar steht halt richtig. Macht einfach was. Ich hab nichts gedrückt. Hup. Nichts gedrückt. Hup. Drittes Bundesliga-Tor hier für Neymar. Der freut sich, endlich mal wieder ein Tor gemacht zu haben. Ich denke mal, Neymar auf rechts, Ronaldo auf links. Das ist schon eine super Kombination. Genau wie mit Depay auf rechts, finde ich auch immer sehr gut. Sehr schön. Ronaldo, zieh! Was war das denn? Er sollte ihn sofort flanken. Nein, er macht eine Ballannahme ins Aus. Das ist doch nicht sein Ernst. Es ist nicht sein Ernst. Ist hier nicht endlich bald mal Schluss. So, Ball. Unser. So, wieder einmal. Pff. Wäre schön gewesen. Hätte, wäre, wenn. Fußball ist kein Spiel der Konjunktive. Ja.
Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir müssen jetzt hier eigentlich nochmal einen draufsetzen. Bisher, wie viele Schüsse? 6 zu 0. Da war da noch eine zwischen. Da komme ich nicht ran. Gibt Ecke. Habt ihr halt sofort abgezogen, als ich gesehen habe, dass Neymar da geblockt wird. Mehrmals wollte ich auf Götze spielen. Beim ersten Mal war er halt im Abseits, da hatten wir dann Glück, dass der Ball da nicht hinging. Ha? Okay, gute Chance wieder. Gut die Flanke reingebracht und dann kommt er da, bam, will der nochmal reinknallen mit dem Kopf. Hat leider nicht ganz gepasst. Sehr schön. Ronaldo hatte jetzt schon 5 Schüsse und Neymar hatte noch gar keinen vermutlich. Der hat einfach nur den Ball reingedrückt. Robben auf Neymar, der ist aber zu weit. Oh, ich will das mal sehen, dass der Torhüter einfach mal unter dem Ball durchspringt. Und wir dann einfach den Ball da so ins Tor reinkriegen. Das würde ich mal gerne sehen. Einfach mal so ein Epic Fail wieder. Ist eigentlich ja... Ups. Entschuldigung. Eigentlich wäre das ja FIFA-typisch. Ich habe gerade vor dem Spiel noch ein Schlückchen getrunken. Ein Schlückchen Cola. Dann habe ich mein Bäuerchen noch nicht gemacht. Mami hat mir nicht auf den Rücken geklopft. Top. Richtig top. Super langer Ball. Richtig super lang gespielt und der kullert da so. Ja. Sehr schön. Neymar macht das zweite Ding hier in der Partie. Sehr gut. Dann abgebremst und mit rechts gefinisht. Ich weiß gar nicht, was sein starker Fuß ist. Ich glaube, es ist rechts. Ich bin mir aber nicht sicher. Er hat auf jeden Fall 5 Sterne Weak Foot. Also bei ihm ist alles stark. Wäre eigentlich ganz gut daran vorbeigekommen. Entscheide mich immer für die falsche Möglichkeit, aber der Computer kann halt super schnell reagieren. Da kann man eigentlich gar nicht so falsch liegen. Nö. Nö. Okay, das war's mit der ersten Halbzeit. 2 zu 0 führen wir. Das ist eigentlich in Ordnung. Wir haben hier richtig viel geballert. Ich glaube, die hatten nicht einen Schuss auf unser Tor. 9 zu 0. Also da haben wir schon ordentlich Bombardement gestartet. Ich habe da versucht, mit dem rechten Stick Skills zu machen. Kam leider nichts. Schade. Neymar hat ja nur 5 Sterne Skills. Das heißt, dürfte ja irgendwie was gehen mit ihm, ne? Da geht schon meine Zunge raus. Kennt ihr das, wenn man sich so stark konzentriert, dass man halt irgendwelche komischen Grimassen oder so macht? Das habe ich ja auch immer. Beim Gitarrespielen hatte ich das sehr viel früher. Oh! Oh, oh! Und sah ich immer sehr konzentriert aus. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da gemacht? Ja, genau, ich mache immer mit den Lippen so. Aber wenn ich dann halt nicht, wenn ich rede, dann ist natürlich klar, dann mache ich halt nicht... Ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Muss wieder abdecken. Ja, hier da unten. Sehr schön. Mainz ist nur ein Karnevalsverein. Nein, natürlich nicht. So, mit Deepay sind wir da durch. Oh, schöner Versuch. Götze! Wow! Schöner Schuss aus der zweiten Reihe. Richtig schön. Okay, Ronaldo sollte eigentlich nicht die Ecken schlagen. Wo ist der Ball? Wer hat ihn? Wer will nochmal? Ah! Ja, wollte ihn direkt auf Neymar spielen, aber ich glaube, der war da zu dem Zeitpunkt noch im Abseits. Okay, da müssen sie sich eine neue Option suchen.
Bitte daran. Ja, die Bundesliga wollen wir natürlich jetzt hier, so gut es geht, abschließen. Wir haben auf jeden Fall 10 Punkte Vorsprung, meine ich. Sauber. Ronaldo, der freut sich. Oh, sehr schöner Schuss. Andy geht die Pille da rein. Sehr, sehr schön. Einfach mal Berbatov oder Megidi-Spin gemacht. Ich glaube, es war der Berbatov. Der Megidi ist ein, glaube ich, mit dem starken Fuß. Der war, glaube ich, mit dem schwachen. Ich weiß es nicht genau. Und dann super da reingeballert. Schön um die Gegner rum. Sauberes Ding. Jetzt kommt's. Sehr schönes Ding. Und wir können auch eigentlich schon wieder wechseln. Sehe ich hier gerade. Und weil Ronaldo so gut gespielt hat und so viele Spiele schon spielt, wechseln wir ihn mal gerne. Götze auch sehr unfrisch. Das verstehe ich gar nicht. Neymar dann auch mal raus. Lacazette, wie viel Sterne schwacher Fuß hast du denn? 3. Er muss rechts spielen. Das ist in Ordnung. Er hat auch, naja, okay. Und dann gucken wir gleich noch, ob wir neue Götze auswechseln. Würde ich eigentlich lieber gerne durchgehen spielen lassen. Götze, sehr gute Note heute. Ich weiß nicht, ob er, wenn er so früh ausgewechselt wird, nicht so viel Erfahrung kriegt oder so. Also ich weiß nicht genau, wie das ist mit den Erfahrungsgeschichten und so weiter. Er hat sie die ganze Zeit angezeigt. Ich dachte, okay, warte ab, bis er halt in richtiger Position ist. Was? 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 Wo ist? Gerade voll die Verwirrung. Wo ist der Ball? Wo geht er gerade hin? Wo ist er gerade abgeprallt? Ominös, okay. Ja. Dann müssen sie wieder zurückspielen, was gut ist. Jetzt geht mir doch nicht auf die Eier. Was macht denn da Boateng? Klebt er an seinem Arsch oder was? Ja, fast. Fast wäre reingekommen, der kleine Raheem Sterling. Da oben. Einer darauf. Ich gucke hier. Steht am Abseits, ist immer gut. Hinterher ist immer schlecht. Ja, der ist direkt im Aus. Okay. Wir können auch kurz spielen, das ist gut. Oder lassen sie den durch? Ne, sollte direkt auf Götze, weil er einfach neben ihn stand und nicht da irgendwie vier Gegner dazwischen stehen. Puh, schon wieder ein Fehlpass. Jetzt geht's rund. Okay, alles gut. Diese Ungenauigkeit bei den Pässen, das ist doch nicht so schwierig. Den hat er versucht abtropfen zu lassen. Okay, meinetwegen. Kann da ein bisschen ungenauer sein, aber... Sehr schön, Courtois. Gut. Falscher Mann. Auch wieder, aber es passt. Passt noch alles. Götze jetzt nicht unbedingt die... Warum ist denn der Pass da so schwierig zu spielen? Ja, go, go, okay, 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 okay. Ja, das war so klar. Hat einfach zu lange gedauert. Haben sie natürlich dann gut gemacht. Das ist manchmal echt sehr lustig, was wir da spielen. Muss man aufpassen, wegen Abseitsgeschichten und so weiter. Ja. Oh, da haben wir auch mal Glück. Mhm. Gut. Wieder kurz. Achso, schon wieder vorbei. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Zeit so schnell um war. Bin da schon wieder ganz schweigsam. 12:3 Schüsse in Ordnung. Neymar mit einer 9,4. Richtig stark, bester Mann. Aktuelles aus den Niederlanden. Was haben wir denn da? Schönes. Traoré. Okay, das ist ein junger Spieler. Geht ja so nicht.
zeigt großes Potenzial. Beobachten wir die nochmal genau. Mal her. Das gewisse Etwas. Nee, Flair ist nicht so wichtig. Auch das gewisse Etwas. Okay. Auch nicht schlecht, ne? Also, oh. Sehr gut. Dann sind wir soweit. Zack. Gucken wir mal. Der ist aus Frankreich. Und der nächste Gegner ist Hoffenheim. Da können wir mal direkt auf die Tabelle schauen. Sieht eigentlich gar nicht schlecht für uns aus. Hoffenheim Platz 14, 23 Punkte. Wir haben 10 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg. Sind aber noch 12 Spieltage. Also ist noch einiges drin. Was wohl war. Ansonsten sieht die Tabelle so ja schon ganz gut aus. Hoffenheim. Was machen die denn? Nachdem 8 Siege in Folge. Ja, das ist gut. Ronaldo, 24 Tore. Reus, 11. Und dann Van der Vaart mit 10. Vorlagen haben wir auch mit Ronaldo da. Draxler. Oh, Draxler auch nicht schlecht. Di Maria auch viele Vorlagen. Neymar, Depay, Robben. Sehr, sehr gut. Lacazette hat auch schon 7 Tore. Dabei spielt er gar nicht so oft, ne? Das ist super krass. Die Nachrichten, aktuelles aus Deutschland. Was haben wir denn da? Antonio Rüdiger, Ibarbo. Sprinttempo. Irgendwas zwischen 95 und 99. Wir beobachten ihn nochmal genauer. Also Ibarbo ist schon extrem schnell. Das ist wohl wahr. Der ist extrem schnell. Aber 26, es geht noch, ne? Robin Knoche wird jetzt auch bald auslaufen. Den kriegen wir vermutlich. Den kriegen wir umsonst. Ohne, dass wir es anfragen müssen. Der wird auf dem Transfermarkt sein, ne? Wunschliste setzen wir ihm mal. Kramer. Ausdauer. Richtig gute Ausdauer. Okay. Läuft auch in 5 Monaten aus. Matip. Kann man auch mal auf die, ihn beobachten und auf die Wunschliste setzen, dass wir es halt mitkriegen, falls er ausläuft. Nur so ein paar gute Spieler einfach so mitnehmen kann. Christian Jung. Jonathan Tah. Hier. Türki Öztunali. Der großes Potenzial. Kann man auch mal beobachten. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Beobachten. Das kann man gerne mal machen. Hier so ein paar gute Spieler beobachten noch. Die halt auch relativ jung sind. Jojic. Mhm. Das gewisse Etwas. Blazikowski auch schon etwas älter. Malon da. Beobachte ihn nochmal. Okay. Gut, dann war's das für die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's also gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.